Meine Damen und Herren, als Nächste Frau Arnold von der CDU hat sich zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Von der inhaltslosen Pseudo-Empörung meines Vorredners wieder ein bisschen zurück zur Sachlichkeit. Ich denke, dass niemand in diesem Hause widersprechen wird, wenn man feststellt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Hessen ein Anrecht auf gute und saubere Luft haben. Und deswegen setzen wir uns für gute Luftqualität und für eine weitere Reduzierung der Schadstoffbelastung ein. Und dabei verfolgen wir im Kern einen ganzheitlichen Ansatz. Wir wollen keine einseitigen Lösungsansätze, sondern wir brauchen umfassende Konzepte. Das heißt, wir brauchen eben nicht nur Beschränkungen und Verbote in verkehrspolitischen Bereichen, sondern auch Förderung und Ausbau emissionsarmer Alternativen. Deswegen bauen wir den ÖPNV in den Städten und auf dem Land aus. Deswegen arbeiten wir an einer zunehmenden Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Deswegen reduzieren wir den innerstädtischen Verkehr durch mehr digitale Verwaltung, mehr Telearbeit, durch Landestickets, durch Schülertickets, durch Seniorentickets. Und deshalb treten wir auch weiterhin klar dafür ein, dass wirksame Maßnahmen an Dieselfahrzeugen, und das sind vor allem Nachrüstungen der Dieselhardware, die von der Industrie angeboten und bezahlt werden müssen, auch umgesetzt werden. Denn es war die Automobilindustrie, die mit der Umgehung der Abgasnormen das Problem der Luftbelastung geschaffen hat. Und die Anstrengungen der Hersteller, dieses Problem nachhaltig zu lösen, sind immer noch nicht ausreichend, um das hier ganz klar festzustellen. Und es sei auch ganz klar gesagt, pauschale Fahrverbote sind keine hinreichenden Lösungen. Ich begrüße es daher sehr, dass der Hessische Verwaltungsgerichtshof vor wenigen Tagen sehr deutlich gemacht hat, dass er die Argumente der Landesregierung weitgehend teilt. Das ist nicht nur eine wichtige Bestätigung für den Kurs dieser Regierung, es ist vor allem ein ganz wichtiges Signal an die Menschen in Frankfurt. Alles deutet darauf hin, dass es in Frankfurt keine pauschalen Fahrverbote geben wird. Wir haben im Wahlkampf versprochen, dass wir uns dafür einsetzen, und weil die Landesregierung gut gearbeitet hat, werden wir dieses Versprechen einhalten. Der VGH bestätigt schon im ersten Beschluss, was wir seit Monaten sagen. Pauschale Fahrverbote in Frankfurt sind unverhältnismäßig, und sie dürfen deshalb nicht kommen. Und dafür setzen wir uns weiter mit aller Kraft ein, und dieses Ziel werden wir auch erreichen. Denn dieser Beschluss gibt auch die Richtung für weitere Verfahren vor. Die Überschreitung der Grenzwerte allein genügt nicht für die Verhängung von zonenbezogenen Fahrverboten. Die massiven Einschränkungen in Eigentum und Freiheit vieler Tausender Einwohner und Pendler wurden vom zuständigen Verwaltungsgericht nicht ausreichend berücksichtigt, und die von der Umwelthilfe behaupteten negativen Auswirkungen sind nicht hinreichend belegt. Und die Zweifel, die der Verwaltungsgerichtshof hier geäußert hat, gelten auch für die anderen Kommunen in ganz Hessen. Sie werden daher Maßstab für das Handeln dieser Landesregierung sein. Und wir werden bald eine neuerliche Verhandlung zum Luftreinhalteplan in Wiesbaden haben. Und auch hier werden wir dafür kämpfen und streiten, dass pauschale Fahrverbote keine geeignete Maßnahme sind, um die zweifelsfrei erforderlichen Verbesserungen der Luftqualität zu erreichen. Das Einhalten der EU-Grenzwerte ist eben kein einfaches Unterfangen, das mit einem simplen Verbot zu erreichen ist. Wir müssen weiterdenken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige Punkte zur aktuellen Debatte über Schädlichkeit oder Nichtschädlichkeit von Stickoxiden für den Menschen sagen. In den letzten Wochen war immer wieder in den Medien zu lesen, dass es Zweifel an der Sinnhaftigkeit der seit 2008 geltenden Richtlinie der EU gebe. Im internen Diskurs gibt es auch unter den Medizinern Lager,
die die aktuellen Maßstäbe der Bewertung von Gesundheitsrisiken für unzureichend erachten. Dies gehört zwar meiner Ansicht nach zu einem sinnvollen, aber vor allem zu einem wissenschaftlichen Diskurs unter Fachleuten. Man darf aber nicht so tun, als wären das die einzigen ernstzunehmenden Stimmen. Wir als CDU halten aber gleichwohl nichts davon, Debatten und schon gar nicht politische Initiativen auf Vermutungen, auf Theorien oder bisher unbelegten Meinungen aufzubauen. Wir stehen für sachliche und für faktenbasierte Situationsbewertungen. Die bestehenden Grenzwerte der EU-Richtlinie orientieren sich an der Empfehlung der WHO. Das müssen wir als Fakt anerkennen. Und die Politik hat die Grenzwerte nicht irgendwo aus der Luft gegriffen. Sie werden regelmäßig überprüft und auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst. Und sollten sich auf Basis einer solchen Überprüfung die Grenzwerte wie auch immer geartet ändern, werden wir unsere Maßnahmen entsprechend anpassen. Und die aktuelle Debatte sollte doch Anlass sein, dass WHO und auch EU noch einmal klarer belegen, wie sie zu den Grenzwerten gekommen sind. Denn auch hier ist es nötig, dass staatliche Maßnahmen auch gesellschaftliche Akzeptanz finden müssen. Und dazu gehört, dass sie nachvollziehbar sind, auch wenn man nicht alle Argumente teilt. Und das scheint mir im aktuellen Fall nicht ausreichend gegeben. Und wir treten ausdrücklich dafür ein, als politische Reaktion auf ein Problem mit unserer Luftqualität nicht einfach die Grenzwerte zu ändern, wie das einzelne Vertreter in der politischen Landschaft tun. Das kann und das darf nicht unser politischer Ansatz sein. Denn der Vorrang des Gesundheitsschutzes und der Vorsorgegrundsatz sind wichtige Prinzipien, die wir nicht aufgeben werden. Wenn wir Grenzwerte und Gesundheitsschutz der politischen Beliebigkeit freigeben, machen wir einen großen Fehler. Fakten und auch Wissenschaft müssen hier immer im Vordergrund stehen. Und hier können und sollten WHO und EU auch noch einmal nachlegen und schlüssig erklären, ob und warum diese Grenzwerte genau so nötig sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fasse gern noch einmal zusammen. Wir haben in Hessen eine gute Luftqualität, die sich seit Jahren stetig verbessert. Wir ergreifen umfangreiche Maßnahmen, um diese auch in den Ballungszentren weiter zu verbessern. Wir fordern die Automobilindustrie auf, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden und die Nachrüstung von Dieselmotoren auf eigene Kosten zu finanzieren. Denn dies, und das sei ganz klar gesagt, ist definitiv nicht Aufgabe der Dieselfahrer, und das ist auch nicht Aufgabe der Steuerzahler. Wir lehnen einseitige Lösungen und pauschale Fahrverbote strikt ab und werden vor dem Hintergrund der VGH-Entscheidung auch zukünftig für ganzheitliche Lösungsansätze kämpfen, anstatt aktionistischen Pauschalverteufelungen des Diesels oder anderer Antriebssysteme nachzueifern. Wir wollen und wir werden die Luftqualität ohne pauschale Fahrverbote verbessern. Und wir stehen auch dazu, dass Grenzwerte jeder Art auf Grundlage von Wissenschaft auf Fakten gesetzt werden und der Gesundheitsschutz nicht der politischen Beliebigkeit preisgegeben wird. Wo immer Zweifel bestehen, sollen die zuständigen Stellen die Fakten prüfen und transparent darstellen, damit die Akzeptanz dieser Regeln nicht gefährdet wird. Dies alles tun wir, damit jeder Mensch in Hessen, vom Kind bis zum Senior, weiterhin ein gutes und ein gesundes Leben führen kann. Der Schutz der Gesundheit und die Erhaltung der Verbesserung der Luftqualität sind bei dieser schwarz-grünen Landesregierung in guten Händen. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung hat sich jetzt Staatsministerin Hinz zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenige
Dinge erhalten im Moment oder wenige Themen erhalten im Moment mehr Aufmerksamkeit als das Dieselfahrverbot. Viele haben zu dem Thema etwas zu sagen. Mancher Unfug ist dabei, wenn ich das einmal so freundlich ausdrücken darf. Ich versuche mal erneut, den Versuch zur Klärung und Erklärung des Sachverhalts, so wie er sich auch in Hessen darstellt. Es ist ja nicht die erste Debatte, die wir zu diesem Thema hier führen. Meine Damen und Herren, es geht um Luftreinhaltung. Darum geht es, um Luftreinhaltung. Diese Landesregierung tritt für den Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger ein. Ich als zuständige Umweltministerin bin dafür zuständig, dass Luftreinhaltung stattfindet, Gesetze dementsprechend eingehalten werden und auch die Grenzwerte möglichst rasch erreicht werden. Das ist meine Aufgabe, und der widme ich mich. Und nur weil es Gesundheitsschutz gibt und die entsprechenden Gesetze für Luftreinhaltung, gibt es ja auch die Grenzwerte, die im Übrigen nicht willkürlich festgelegt wurden, sondern in einem langen Prozess mit wissenschaftlichen Studien. Der Abg. Grumbach hat ja freundlicherweise darauf hingewiesen, auf welcher Datenbasis das auch erarbeitet wurde und gründet. Aus diesem Grund gelten diese Grenzwerte, und sie gelten übrigens europaweit, nicht nur in Deutschland, um das auch noch einmal ausdrücklich zu sagen. Und ja, wir wollen den Gesundheitsschutz tatsächlich auch hochhalten, die Grenzwerte einhalten und werden trotzdem gegen pauschale, zonale Fahrverbote kämpfen, weil wir glauben, dass es bessere Mittel gibt, als pauschale Fahrverbote in Städten zu verhängen. Dafür machen wir die Luftreinhaltepläne, die wir im Übrigen auch mit den Kommunen gemeinsam erarbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir uns da selber etwas ausdenken, sondern das machen wir ganz konkret mit den Kommunen, die auch entsprechende eigene Stadtverordnetenbeschlüsse dazu brauchen, weil sie Fahrradspuren einrichten, weil sie zusätzliche Busse kaufen, weil sie die Hardware-Nachrüstung gemeinsam mit Zuschüssen vom Bund und dem Land bezahlen und weil sie auch z.B. Fahrspuren verengen müssen, damit mehr Busspuren über das Verkehrsnetz gelegt werden in der Stadt. Dafür brauchen wir die Städte, und deswegen sind wir auch immer an einem guten Einvernehmen mit den Städten interessiert. Meine Damen und Herren, warum kommt es jetzt trotzdem zu Fahrverboten? Nicht, weil die Messstationen angeblich falsch stehen oder die Grenzwerte zu niedrig angesetzt sind oder wir die Menschen unbedingt gängeln wollen. Diese angezettelte Debatte will doch vom eigentlichen Problem ablenken, dem eigentlichen Problem, nämlich den viel zu hohen Dieselabgaswerten. Und ich muss es heute noch einmal betonen. Die Euro 5 Diesel stoßen mehr NOx aus als die Euro 4 Diesel. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Automobilindustrie beschissen hat. Und ich sage es an dieser Stelle noch einmal. Und da muss man auch den Schuldigen benennen. Und wir wissen ganz genau, und das hat ja inzwischen auch der Bundesverkehrsminister verstanden, dass die Hardware-Nachrüstung das effektivivste Mittel ist, um die individuelle Mobilität zu erhalten, die Möglichkeit den Menschen zu geben, ihren Diesel zu behalten und die Hardware-Nachrüstung bei Privat-Pkw genauso wie bei Handwerkern muss auch auf Kosten der Industrie stattfinden, weil die haben Betrug geleistet, und wer betrügt, muss für den Schaden aufkommen. Und das hat diese Landesregierung, und das hat übrigens dieser Landtag auch schon beschlossen.
Das hat der Landtag schon einmal einstimmig beschlossen. Ich weiß gar nicht, warum die FDP dahinter zurückgehen will. Jedenfalls nach Ihrer Rede wollten Sie das heute gern tun, Herr Abgeordneter Lenders. Das macht mich doch einigermaßen nachdenklich. Meine Damen und Herren, und diese unsägliche Diskussion um angeblich falsche Grenzwerte, die angeführt wird von einigen Experten, die hier die Arbeit von Tausenden von Wissenschaftlern in Misskredit gebracht hat. Dieser offene Brief ist ohne jeden Verweis auf einen wissenschaftlichen Beleg erfolgt. Keine einzige Quellenangabe. Schlicht und ergreifend ein offener Brief von einem Dr. Köhler, der selber in dieser Frage noch nachweislich noch nie wissenschaftlich gearbeitet hat. Und das soll zur Begründung herhalten, dass das, was hergeleitet wurde an Grenzwerten, völlig aus der Luft gegriffen ist und völlig falsch ist. Also, man muss sich schon manchmal wundern, wie eigentlich plötzlich eine mediale Blase entsteht und alle sich nur noch darüber wundern, warum es diese Grenzwerte gibt und dass sie doch angeblich falsch sind. Also, manchmal ist man schon einigermaßen versucht, doch immer wieder deutlich zu machen, dass man nicht alles glauben soll, was einige über soziale Netzwerke oder über Online-Portale permanent anführen, sondern dass man selber in der Lage sein muss, auch zu recherchieren und sich einmal ein bisschen sachkundig zu machen. Ich glaube, das wäre in dieser Frage durchaus angemessen. Meine Damen und Herren, die Höhe der Grenzwerte wird regelmäßig überprüft von wirklichen Experten. Es werden auch die Auswertung der Ergebnisse der aktuellsten Studien dann immer wieder bekannt gemacht. Und interessant ist ja, dass der Umweltkommissar Weller, nachdem der Bundesverkehrsminister ihm geschrieben hat, dass es jetzt diesen offenen Brief gäbe und es müssten jetzt einmal die Grenzwerte überprüft werden, hat Herr Weller gesagt, das machen Sie sowieso routinemäßig, aber alle könnten mal davon ausgehen, wenn es eine Überprüfung gibt, würden die Grenzwerte eher noch niedriger angesetzt als bisher. Also so viel zu der Frage, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, dass wir jetzt erst einmal mit dem Grenzwert arbeiten sollten und vor allen Dingen versuchen sollten, die Luft so gut hinzukriegen und die Verkehrswende vor allen Dingen so auch in den Städten umzusetzen, dass die Luftreinhaltung möglich wird und dass die Menschen dort trotzdem mobil bleiben können. Das ist jedenfalls unser Ziel. Und wir haben in Hessen einige Städte mit hohen Belastungen, wo wir bislang mit den vorhandenen Lösungen noch nicht so weit gekommen sind, dass wir Fahrverbote vollständig ausschließen können. Das ist bitter, aber das ist der Fall z.B. in Darmstadt, trotz des hervorragenden Green City Plans, den die Stadt Darmstadt dort umgesetzt hat, gibt es an zwei Straßen mehrere hundert Meter, die jetzt umfahren werden müssen. Aber deswegen bricht die Welt nicht zusammen. Das ist temporär, bis die Luft sich verbessert hat. Und das gilt so lange, bis die Hardware-Nachrüstung dort auch umgesetzt werden konnte. Und der Vergleich, um es einmal deutlich zu sagen, hat deshalb stattgefunden, weil der Richter ausdrücklich darauf hingewiesen hat und nachdrücklich darum gebeten hat, dass ein Vergleich möglichst geschlossen wird. Sonst würde er ein Urteil fällen müssen. Also, auch das ist völlig rechtsstaatlich geboten, dass man dann versucht, zu einem Kompromiss zu kommen. Und ich glaube, der ist besser als jedes Urteil, was wir ansonsten erwirkt hätten, meine Damen und Herren. Für Wiesbaden hat die Stadt jetzt noch einmal nachgelegt nach dem Gerichtsverfahren. Am Montag wird der neue Luftreinhalteplan veröffentlicht. Wir gehen davon aus, nach dem Luftreinhalteplan, dass wir bis zum Jahr 2020 die Grenzwerte einhalten. Das ist zu danken der Kommune, die wirklich auch sehr mutig Maßnahmen umsetzt, die auch wirklich
zügig umgesetzt werden müssen, die Geld kosten, die auch nicht einfach sind. Aber wir glauben, dass wir damit auf der sicheren Seite sind. Und auch in Frankfurt streben wir eine verträgliche Lösung an. Sonst hätten wir uns nicht. Frau Staatsministerin, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Redezeit ausgeschöpft ist. Ja, ich bin bei den letzten Sätzen. Sehr viel, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sonst hätten wir uns nicht mit aller Kraft für Zulassung der Berufung eingesetzt. Die Stadt ist bereits dabei, auch Veränderungen von verkehrlichen Bedingungen einzuleiten, den ÖPNV zu verbessern, Nachrüstungen auch bei den Bussen jetzt zu machen. Und auch hier bleibt wichtig die Hardware-Nachrüstungen bei den PKWs. Ich will aber deutlich sagen, dass auch die Berufung, ein Gerichtsurteil mit der Möglichkeit, in eine Berufung zu gehen und ein höchstinstanzliches Urteil zu bekommen, keine Frage von Willkür ist, sondern das ist eine Frage dieses Rechtsstaates. Und das will ich noch einmal ausdrücklich sagen. Weder die Einhaltung von Grenzwerten, noch Urteile, noch die Beschreitung von Rechtswegen hat irgendetwas mit überbordender Bürokratie zu tun, sondern mit unserer Rechtsstaatlichkeit. Und die sollten wir an diesem Punkt auch verteidigen. Wir wollen weiter für die Verkehrswende kämpfen, für ÖPNV, für Radwege, für Hardware-Nachrüstung. Und wir glauben, dass wir hier auf einem guten Weg sind für den Gesundheitsschutz, für die Mobilität und für die Einhaltung der Grenzwerte. – Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, da die Ministerin die Redezeit überzogen hat, steht 1:52 nach unseren hier Bekundungen und Unterlagen hat jetzt die Opposition noch die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden nach § 73 unserer Geschäftsordnung. Und zu Wort hat sich Herr Lenders für die FDP gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, mir stehen 5 Minuten Redezeit zu, wenn mich die Geschäftsordnung nicht so ganz täuscht. Deswegen möchte ich das auch gerne ausführen. Frau Staatsministerin Hinz, ich möchte 2 Punkte aufrufen. Das eine ist, was ist im Wahlkampf, im Landtagswahlkampf versprochen worden? Welchen Eindruck hat man erweckt? Und da war immer klar die Rede davon seitens der CDU und vom Ministerpräsidenten, es soll keine Fahrverbote geben. Dann kommt ein Vergleich, den die Landesregierung mit der Deutschen Umwelthilfe schließt, wo Sie jetzt sagen, dass das Gericht in Wiesbaden das sozusagen angeregt hat. Einen Tag später kommt der VGH in Kassel und erteilt dem Gericht in Wiesbaden eine schallende Ohrfeige zu dem, was es da ausgeurteilt hat. Damit war aber der Vergleich rechtskräftig, meine Damen und Herren. Sie hätten den einen Tag abgewartet, dann hätten wir eine ganz andere Situation für Darmstadt und für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist eine. Das ist eine. Die zweite Ebene ist, dass wir als Freie Demokraten in all den Debatten nie Messwerte oder Messmethoden infrage gestellt haben. Wir haben immer gesagt, eine Landesregierung muss sich an Recht und Gesetz halten. Das zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Frau Staatsministerin, Sie haben hier eben von einer medialen Blase und von ziemlichem Unfug und von weniger Sachkenntnis gesprochen. Jetzt muss ich einfach einmal den VGH-Beschluss, wenn man sich den alleine anschaut. Das ist das erste Mal, dass ein deutsches Gericht in der Dieselfrage so etwas sagt. Ihr Vorbringen, das ist Zitat aus dem Urteil, Ihr Vorbringen ohne diese einstweilige Regelung drohen bis zu 100 vorzeitige Todesfälle in der Stadt Frankfurt am Main lässt sich diesen Unterlagen nicht mit der hier erforderlichen Gewissheit entnehmen. Zu Recht wendet der Antrag Gegner das Land dazu ein, die darin wiedergegebenen Zahlen über vorzeitige Todesfälle und verlorene Lebensstunden beruht auf Abschätzungen, die sich auf die gesamte Bundesrepublik Deutschland bezogen, und diese seien für die Stadt Frankfurt nur eingeschränkt aussagefähig. Das Gericht endet damit, dass es sagt,
Daraus folgt, ungeachtet der aufgrund der fehlerhaften Übersetzung im Einzelnen fehlende Nachvollziehbarkeit, dass den gewonnenen Erkenntnissen durchweg nur rechnerisch bzw. statistisch ermittelt und damit geschätzte Werte zugrunde liegen, mit hoher Unsicherheit versehen sind. Meine Damen und Herren, das ist das erste Mal, dass ein deutsches Gericht das so deutlich sagt, was Hunderte, Tausende von deutschen Autofahrern denken. Und kurz darauf kommen Lungenärzte, Fachleute. Ich finde das schon abenteuerlich, Frau Staatsministerin, dass Sie Wissenschaftlern, Ärzten, die einen Doktortitel haben, unterstellen, dass sie noch nie wissenschaftlich gearbeitet haben. Das ist schon sehr abenteuerlich. Das ist schon sehr abenteuerlich. Das ist schon sehr abenteuerlich. Meine Damen und Herren, man muss das nicht alles glauben. Man kann auch das auch infrage stellen, was diese Pragmatiker einem gesagt haben. Das muss man nicht jetzt für bare Münze nehmen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es sind das erste Mal Fachleute, Menschen, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen, die sagen, diese Messwerte sind nicht richtig. Und dann kommt es der Ministerpräsident, der selber die Aussage macht. Meine Damen und Herren, ich habe das eben schon einmal erwähnt. Der Ministerpräsident hat an dieser Stelle ja recht gehabt. Überprüfen der Messmethode und der Messwerte. Ich weiß gar nicht, wo steht denn jetzt diese Landesregierung denn da in diesem Punkt? Und meine Damen und Herren, selbst die Europäische Union sagt mittlerweile, wir müssen die Messwerte überprüfen. Das zu dem Thema. Es sind europäische Grenzwerte. Meine Damen und Herren, Herr Grumbach hat angesprochen, dass das Problem der Wissenschaftlichkeit an dieser Stelle fehlt. Ja, meine Damen und Herren, wir als Freie Demokraten können von uns aus nicht sagen, was der richtige Grenzwert ist oder was ist die richtige Messmethode. Aber dass, wenn so viele mittlerweile sagen, wir müssen diese Frage wissenschaftlich diskutieren, Herr Grumbach, da bin ich ja sehr bei Ihnen. Aber das muss man ergebnisoffen machen. Es darf doch nicht eine Diskussion werden, wo ich am Ende ein Ergebnis erzwingen will, damit es mir politisch in den Kram passt. Das kann es doch nicht sein. Herr Grumbach, da bin ich ja durchaus bei Ihnen. Meine Damen und Herren, und dann stellt man sich schon die Frage, wenn die Verkehrsministerkonferenz aller Länder sagt, wir müssen die Methoden, die Messmethoden neutral überprüfen lassen vom Deutschen Wetterdienst oder TÜV. Unsere Vorstellung war einmal der Deutsche Wetterdienst. Stellt man sich doch schon die Frage, warum denn der hessische Verkehrsminister sagt, nee, das brauchen wir alles nicht. Wir hatten eine kleine Anfrage von der FDP, das reicht uns vollkommen aus. Meine Damen und Herren, das kann man, so kann man doch keine Politik machen. Man kann doch sich dem Erkenntnisgewinn nicht verschließen, wenn es solch eine Auswirkung hat. Ich glaube, es ist dringend geboten, über Messmethode und Messwerte neu zu diskutieren. Herr Abgeordneter Lenders, ich muss Sie auf die Redezeit hinweisen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin auch am Ende meiner Rede. Nur mit der Redezeit ist der Abgeordnete Lenders am Ende, ansonsten noch lange nicht. Das ist uns bekannt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, nur mit der Redezeit. Ja, als Nächster hat das Wort der Abgeordnete Gagel für die AfD-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Staatsministerin, ich habe Ihren Ausführungen ja interessiert zugehört. Aber da ist mir doch eines aufgefallen. Sie haben das schön ausgeführt, warum Recht und Gesetz gelten und warum wir die Luftreinhaltung machen müssen im Namen dieses höheren Ziels. Aber erklären Sie doch einmal dem Bürger draußen, warum wir auf der EU-Richtlinie, basierend auf einer europäischen Richtlinie, warum wir hier in Deutschland als einziges Land diesen Zinnober mit den Fahrverbotsdiskussionen haben. Ja? Es ist doch so am Ende des Tages. Wir sind das einzige Land, in dem wir wirklich so etwas anfangen. Ich jedenfalls habe noch, soweit ich es weiß, in keiner Stadt Südeuropas, in Griechenland, in Italien, diese Diskussion gesehen. So, und wenn Sie den Bürger fragen am Ende des Tages, er wird es nicht verstehen. Er wird es nicht verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Und das Zweite, ja, liebe Kollegen von den LINKEN, das Zweite, ja, hier in dem Hohen Haus
Hier wird ja Wasser gepredigt. Aber wenn ich dann sehe, dass im Innenhof Ihr Diesel, da steht groß Die Linke drauf, im Stand so vor sich hintuckert, dann meinen Sie es ja ganz besonders ernst mit der Vermeidung von Grenzwerten. Ne, Frau Wissler? Und auch übrigens hier an die Riege der Staatsminister gerichtet und an die Herren mit Fahrer. Da stehen die Staatskarossen der Hessischen Landesregierung draußen, da sitzen die Fahrer drinnen. Was machen die da? Die haben einen kalten Hintern, lassen ihren Diesel laufen und warten, bis der hohe Herr aus dem Haus kommt. Das ist mir egal, was Sie fahren, Frau Staatsministerin. Wenn Sie aber hier Wasser predigen und draußen Wein trinken, dann haben Sie die besondere Glaubwürdigkeit der Bürger hier in Hessen erreicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Gagel. Ich darf das Wort erteilen dem Abg. Boddenberg für die CDU-Fraktion erteilen. Sie haben noch 46 Sekunden. 5 Minuten sind zugewachsen den Oppositionsfraktionen, weil die Landesregierung überzogen hat. Doch. Das ist die zweite Runde nach der Regierung. Herr Abg. Boddenberg, bitte, Sie haben das Wort. Dann müsste das. Ja, Herr Präsident, nach den Erfahrungen, die Kollegen gestern gemacht haben mit Präsidentenmeinungen, halte ich mich sehr zurück. Aber ich glaube, ich darf jetzt 5 Minuten versuchen, sie noch nicht einmal auszunutzen. Aber Sie sehen es mir natürlich nach, dass Herr Kollege Lenders, und ich will nur auf Sie eingehen, dass ich dazu 2, 3 Anmerkungen machen möchte. Die erste Anmerkung ist die, in dieser Dieselproblematik, glaube ich, das ist uns allen bewusst, geht es um mehr als um eine technische Veränderung und um Richtwerte und Schadstoffgrenzwerte. Hier geht es um eine gesellschaftspolitische Frage, von der ich sage, sehr hoher Sprengkraft. Ich habe an anderer Stelle einmal gesagt, in Berlin, wir hatten 2009, 2010 mit der damaligen Finanzkrise bei vielen Menschen in unserem Land das Gefühl, die da oben und wir hier unten müssen es ausbaden. Ähnliches höre ich beim Thema Diesel seit 1, 2 Jahren, seitdem dieses Thema in den Medien, aber auch in jeder Ecke dieser Gesellschaft problematisiert wird. Deswegen würde ich sagen, sollten wir alle vorsichtig sein mit dem Schüren von zusätzlichen Emotionen, beispielsweise dadurch, und Herr Lenders, Sie haben ein Beispiel dafür abgegeben, dass Sie gerade einmal hier so im Vorbeilaufen erklären, dass die CDU die Leute belogen hat. Ich bringe es einmal auf den Punkt. Wir haben in unserem Wahlprogramm, das kann man nachlesen, wir haben in unserem Wahlprogramm immer gesagt, dass wir alles daran setzen werden, generelle pauschale Fahrverbote zu verhindern. Ich kann Ihnen das hier vorlesen, deswegen habe ich das Gerät mitgenommen, aber vielleicht glauben Sie es mir auch so, dann ist die Zeit nicht so lang. Und zwar in dem vollen Bewusstsein, dass wir uns in einer schwierigen Rechtsmaterie befinden und am Ende Richterinnen und Richter von Verwaltungsgerichten urteilen werden, ob Luftreinhaltepläne den Anforderungen der Richtlinien Genüge tun. Nun, wie käme ich denn dazu, vor einer Wahl zu sagen, wir werden ein paar Fahrverbote verhindern und verlassen sich darauf, und ich garantiere das zu 100% in einem Rechtsstaat, den wir ja alle, glaube ich, und Sie auch weiterhin wollen. Das Zweite ist, Herr Kollege Hahn hat eben zugerufen, ja, wir haben ja eine lebhafte Debatte geführt. Ich erinnere mich noch, als ich als kleiner Handwerksmeister mich mit 2 Juristen der FDP-Fraktion über die Frage gestritten habe, was machen wir denn jetzt? Das war wenige Tage nach dem Urteil, Stichwort Berufung und Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Berufung vor dem VGH. Da sagt er heute Geschenk. Ich will nur noch einmal daran erinnern, Herr Kollege Hahn, ich habe damals gesagt, eigentlich macht es Sinn, dass wenn man gegen eine solche Entscheidung des VG Wiesbaden vorgeht, die schriftliche Begründung des Urteils kennt. Das war der einzige Grund, weshalb wir damals gesagt haben, Gemach, Gemach. Die Verfristung oder die drohende Verfristung hat dann dazu geführt, dass wir am Ende den Weg natürlich gegangen sind. Auch das war völlig unstreitig. Und ein Drittes will ich auch sagen, Herr Kollege Lenders. Ich glaube, ich stehe nicht im Verdacht, dass ich der Vorderste in der Front der Kapitalismuskritiker bin. Das überlassen wir der Seite hier links im Hause. Aber ich will schon auch sagen, mit Blick auf die Betroffenen und nochmal zu dem Stichwort, die da oben, wir hier unten, wenn wir es zulassen, dass die, die den Schaden mit verursacht haben, und ich sage Ihnen, sie haben ihn, die Automobilindustrie, mit verursacht, beispielsweise durch die Angabe von Emissionen ihrer Fahrzeuge, die mit Teil der Entscheidungen über die Höhe der Grenzwerte gewesen sind. Das ist doch unstreitig. Diese Grenzwerte hat sich keiner irgendwie ausgedacht.
Die hatten etwas zu tun mit vielfältigen Anhörungen und Beteiligungen aller Betroffenen und Beteiligten bis hin zur Automobilindustrie. Ja, selbstverständlich. Und wenn damals die Werte der Automobilindustrie offensichtlich falsche Werte waren und sich in der Praxis andere, deutlich höhere Emissionen zeigen, dann sind die mitverantwortlich für diesen Schaden der Automobilfahrer und Besitzer und Eigentümer. Und deswegen ist es doch und kann es doch gar nicht anders sein, als dass die Automobilindustrie diesen Schaden, den sie verursacht hat, am Ende auch übernehmen muss. Und das ist die Forderung, die können Sie auch in unserem Wahlprogramm nachlesen. Und die gleiche Forderung steht auch in unserem Koalitionsvertrag. Und bei dieser sehr, sehr glasklaren Aussage bleiben wir. Ich bin froh, ich habe es gestern gesagt, dass wir mit dieser Ministerin und in dieser Koalition eine Übereinkunft erzielt haben. Wir schaffen es, keine generellen Fahrverbote zu haben. Und ich sage jetzt mal eins, von 100 oder 200.000 Straßen, die wir in Hessen haben, haben wir jetzt zwei, wo man mit dem Diesel jedenfalls vorläufig nicht fahren darf. Und wenn Sie mir jetzt noch erklären, wie Sie von 72 Mikrogramm in der Hügelstraße in Darmstadt ohne weiteres auf die 40 auch nur annähernd kommen wollen, dann sind Sie eingeladen, uns hier einen Vortrag zu halten. Und wir nehmen jeden Vorschlag gerne auf, der einigermaßen in die richtige Richtung führt. Aber machen Sie hier nicht so einen Popanz. Und vor allen Dingen werfen Sie uns nicht vor, dass wir im Wahlkampf den Leuten ein X vor ein U gemacht haben. Das stimmt nicht. Ich habe es Ihnen eben vorgelesen. Und ich lade Sie ein, vielleicht noch einmal über Ihre Wortwahl einigermaßen nachzudenken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Boddenberg. Das war eine Punktlandung. Ich bitte um Verzeihung für die Falschangabe der Zeiten eingangs. Sie haben natürlich in der zweiten Runde jeder 5 Minuten. Damit rufe ich den Abg. Grumbach, SPD, auf. Herr Grumbach, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Lenders, die Welt ist doch so, wenn Ihnen jemand sagt, hier ist eine Scheibe, würden Sie sagen, es ist Quatsch. Ich weiß es besser. Wenn Sie das für ein Gebiet haben, das Sie nicht kennen oder wo Sie sagen, Sie es nie gelernt haben, müssen Sie es beurteilen können. Und es gibt ganz simple Sachen. Wenn ich als Germanist hier auftreten würde und sagen würde, also Frau Kurz-Mahler hat die und die Romane geschrieben und das ist ziemlicher Quatsch und sonst wo, können Sie mir das glauben oder nicht glauben? Wenn Sie das als wissenschaftlichen Beleg nehmen würden, würden Sie nachgucken, ob ich jemals einen Aufsatz zu Kurz-Mahler geschrieben hätte. Und Sie würden feststellen, ich habe das nie gemacht. Ich habe das nie gemacht, weil ich habe die nie gelesen. Also bin ich trotzdem, dass ich Germanist geschult habe, für diesen Bereich nicht kompetent. Das gleiche Problem hat Herr Köhler. Weil der hat einen Zeitschriftenartikel geschrieben. Und ansonsten gibt es von ihm zu dem Thema keinen Fachaufsatz. Daraus könnten Sie schließen, dass er sich damit wahrscheinlich nicht beschäftigt hat, weil zur Reputation von Wissenschaft gehört, zu veröffentlichen in Fachzeitschriften. Das heißt, Argumente sind nicht gleichwertig, je nachdem, was Sie macht. Zweiter Punkt, nur für die sozusagen Wirtschaftsargumentation, Wirtschaftsargumente, die Sie vorbringen, was Sie ja befreuen könnte, die mit ÖPNV anreisenden Menschen bringen höhere Umsätze als sie mit Auto anreisen in Städten. Die letzte Untersuchung ist von letzter Woche. Aber ich würde gerne zur AfD noch zwei Sätze sagen. Erstens. Selbstverständlich gibt es in ganz Deutschland einheitliche Messmethoden. Alles andere ist einfach erfunden. Und selbstverständlich hat das Umweltbundesamt übernimmt die Messungen der Landesämter und der Kommunen. Es hat gar keine eigenen Messstellen, außer an Flughäfen und anderen Einrichtungen. Das ist einfach schlicht und einfach erfunden. Letzter Punkt, und das ist der lustigste, in Europa passiert das gar nicht. Also, die erste Stadt war London, die hat eine City-Maut eingeführt, um ihre Luftverschmutzung in den Griff zu kriegen. In der Stadt Paris sind Schadstoffplakettenpflicht, Dieselautos vor 2001 und Benziner vor 97 ist die Stadt Paris verboten. Rom, Stadtzentrum von Rom ist nicht mehr zulässig zu befahren. Brüssel hat Kameras aufgestellt, die bestimmte Autotypen festlassen. Bestimmte Euronormteilen dürfen in die Stadt nicht mehr einfahren. Ab 22 in der Stadt Diesel mit 4 verboten und 2 Jahre später ist nach 6 Schluss. Oslo, Hälfte der neuen Wagen ist elektrisch, wird geführt und es gibt in der Stadt ein für die Stadtzentrum Fahrverbot. Stockholm, Umweltzonen in der Stadt eingerichtet, damit die Abgasbelastung reduziert wird. Madrid hat 2016 ein Fahrverbot verhängt, das innerhalb des Autobahnrings nur Autos und Lkw mit bestimmten Kennzeichen fahren dürfen. Die Stadtregierung wird in den nächsten Monaten die gesamte Innenstadt. Das waren nur 8 Großstädte.
Es gibt in Europa inzwischen ungefähr 322 Städte, die entschieden haben, dass ihnen die Gesundheit der Bewohner so wichtig ist, dass sie versuchen, die Grenzwerte, die mühsam ausdiskutiert worden sind, sozusagen einzuhalten sind. Ich finde, das ist eine gute Position. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Feldmayer. Frau Feldmayer, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich auch noch einmal zu Wort gemeldet, um auch noch einmal ein paar Dinge klarstellen zu können in dieser Debatte, weil ich finde, hier geht es unerträglich durcheinander. Hier werden Fakten durcheinander geschmissen, hier wird Unwesentliches mit Wesentlichem zusammengeschmissen, und ich finde, diese Debatte verdient es, sachlich geführt zu werden. Ich will auch noch einmal sagen, weil vorhin gesagt worden ist, wir machen hier einen Sonderweg in Deutschland oder in Hessen bei dem Thema Grenzwerte. Es ist klar gesetzlich geregelt. Es ist seit 8 Jahren gesetzlich geregelt, und die Grenzwerte sind verbindlich und müssen eingehalten werden. Und genau darauf reagiert die Landesregierung. Sie muss es nämlich. Es geht um Rechtsstaatlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie wissen vielleicht auch nicht alle, dass die Europäische Union insgesamt 6 Mitgliedstaaten wegen Luftverschmutzung verklagt hat. Und es ist mitnichten so, dass nur Deutschland verklagt worden ist und dass nur in Deutschland gehandelt wird. Es sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Ungarn, Italien, Rumänien und das Vereinigte Königreich. Und überall muss gehandelt werden, genauso wie in Deutschland, genauso wie in Hessen. Herr Grumbach hat es schon gesagt. In anderen Großstädten wird auch so gehandelt, dass man Fahrverbote verhängt, dass man eine City-Maut einrichtet. Es muss geschraubt werden, nicht an den Grenzwerten, sondern die Stickstoffdioxidbelastung muss runtergehen, denn es geht um die Gesundheit der Menschen. Meine Damen und Herren, es wurde vorhin auch noch einmal darüber gesprochen, dass jetzt 100 Ärzte, 100 von 4.000, bezweifeln, dass Grenzwerte so richtig sind, Grenzwerte, die gesetzlich festgelegt worden sind. Ich sagte es bereits. Dazu sagt die EU ganz deutlich zu der Debatte in Deutschland und zu der Debatte, auf die auch unser Bundesverkehrsminister draufgesprungen ist, kürzlich, kurz und knapp: EU-Stickoxid-Grenzwerte beruhen auf wissenschaftlichen Studien. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Empfehlung gegeben. Es sind, glaube ich, insgesamt 70.000 Studien. Nichts ist so gut erforscht wie die Luftschadstoffe und die Risiken, die damit für die Gesundheit verbunden sind. Und jetzt so zu tun, als würde es diese Risiken nicht geben, sie in Zweifel zu ziehen, das ist anderes als gut, und das verhindert eine Debatte, die wir brauchen, nämlich eine Debatte, wie kommen wir dazu, dass wir saubere Luft kriegen in unseren Städten, weil das ist wichtig für die Bevölkerung hier und das ist wichtig für den Gesundheitsschutz. Und noch ein Wort dazu, wie es in anderen Ländern aussieht, weil hier auch gesagt wird, stimmt der Grenzwert 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft oder muss der vielleicht ein bisschen höher angesetzt sein? In Österreich beispielsweise ist der Grenzwert wesentlich niedriger. Also es kann auch passieren, wenn die Weltgesundheitsorganisation das noch einmal überprüft. Sie überprüfen es turnusmäßig, dass vielleicht dem Beispiel Österreich gefolgt wird. Wir wissen es nicht. Die Grenzwerte werden jedenfalls regelmäßig überprüft. Da haben wir auch überhaupt nichts dagegen. Das ist in Ordnung, muss so sein. Aber in Zweifel zu ziehen, immer wieder, wenn es darum geht, etwas zu tun für die Gesundheit, immer bei Umweltproblemen Ablenkungsmanöver zu fahren, sich zu sträuben, keine Lösung zu bieten, sondern immer Grenzwerte infrage zu stellen, das ist nicht unsere Haltung. Unsere Haltung ist, für saubere Luft zu sorgen und dafür zu sorgen, dass es nicht zu flächenmäßigen Fahrverboten in unseren Städten kommt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit können wir die Anträge, hier der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Fahrverbote für Diesel und Benzin in Hessen verhindern, keine faulen Kompromisse,
Mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der CDU von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, sachliche Debatte über Luftschadstoffe und die Verhinderung von Fahrverboten, federführend an den ULA verweisen und mitberatend an den WVA. Ich sehe, darüber können wir Einvernehmen erzielen. Dann tun wir dies auch so.